Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist das neue Update rausgekommen und in diesem Video werde ich euch alle Infos und alle Neuerungen vom Update zusammenfassen. Wenn ihr natürlich in Zukunft zu allen weiteren Updates keine weiteren solche Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erste Neuerung haben wir direkt wieder ein paar neue kostenlose Stile. Ein Stil habe ich tatsächlich auch selbst. Und zwar ist das vom Deadfire-Skin der Ghost-Stil. Dort gibt es natürlich einmal die Variante vom normalen Skin, dann natürlich das Backpack dazu, noch die Variante und natürlich auch zur Spitzhacke. Neben dem kostenlosen Stil vom Deadfire-Skin gibt es natürlich auch eine Menge weiterer neuer kostenloser Stile und natürlich neue kostenlose Skins. Unter anderem bekommen wir ja demnächst das Joker-Set, einmal mit Midas Rex, Poison Ivy und The Joker. Dann haben wir als nächstes natürlich auch noch ein paar weitere Skins hier. Das hier an der rechten Seite in blau wird wahrscheinlich der neue PlayStation 5 Skin sein. Werden wir auch diesen einen K-Pop Skin bekommen. Der wurde ja ursprünglich replaced durch einen anderen K-Pop Skin, den wir bekommen hatten. Und der wird jetzt wahrscheinlich trotzdem nochmal ins Game kommen. Dann haben wir zu diesen beiden Skins, zu Ruckus und Mayhem, auch beiden einen weiteren kostenlosen Stil. Ich finde, der sieht auch sehr nice aus. Und dann haben wir bei den ganzen, die ganzen No-Skins bekommen. Und zwar nicht nur die No-Skins, die wir nur in Kapitel 1 ab Season 2 hatten, sondern auch die Kapitel 1, Season 1 und Season 0 No-Skins, also die ganz, ganz OG No-Skins, die können wir damit auch bekommen, mussten sich allerdings kaufen, das heißt, man bekommt das Ganze nicht kostenlos. Genauso kann man den Gleiter davon auch bekommen und wir bekommen ja die Spitzhacke ab morgen dann auch gratis im Game. Das heißt, dafür muss er nichts bezahlen. Für den Rest muss man allerdings etwas bezahlen, wenn man hier die ganzen anderen No-Skins bekommen will, werden alles grüne Skins sein, wird es wahrscheinlich aber auch ein Pack geben, womit man dann wahrscheinlich alle 8 gleichzeitig bekommen kann. So langsam geht es ja auch aufs Ende der Season hinzu, nur noch einen Monat ist es, bis schon die nächste Season startet und da kommen jetzt natürlich auch schon direkt die ersten Live-Event-Files drin und es sind tatsächlich schon ungewöhnlich viele im Game drin, das heißt, wir könnten sogar eventuell in so 2 Wochen bereits das Live-Event bekommen. Das hier ist unter anderem einmal das File für den Countdown, den wir wahrscheinlich dann in der Lobby erhalten werden, also der wird sich dann wahrscheinlich im Game hier im Battle Pass Menü befinden. Das hat sich by the way auch geupdatet. Das Fortnite-Mers-Event hat jetzt natürlich auch geändert. Das heißt, wir haben wieder die ganz normalen Modis, Solo, Duo, Squad und nicht mehr die Fortnite-Mers-Modis. Natürlich ansonsten aber alles mit Arena und so ist gleich geblieben. Ein weiteres Turnier wurde auch gestern schon angekündigt. Morgen wird es nämlich einen Ghost Rider Cup bekommen, wo wir dann logischerweise natürlich den Ghost Rider Skin bekommen können. Der sieht hier immer so aus, genauso wie der auf dem Bild ist. Das Ganze wird morgen von 17 bis 20 Uhr stattfinden. Ist ein Trio-Tournament im Marvel Knockout Modus. Wir werden auch noch die beiden Wochen darauf wieder ein weiteres Turnier hiervon bekommen und am Ende der Season wird es dann auch nochmal, glaube ich, irgendwie so am 22. November ein Event, also ein Marvel Knockout Event mit Preisgeldern geben. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon Practice und wenn ihr unter die Top 800 hier kommt, könnt ihr auch kostenlos diesen Skin bekommen. In der Fortnite Map hat sich erstmal nicht wirklich viel verändert. Ich glaube, The Ruins dort sind nicht mehr dieser Baumstümpfe da, sondern es sind wieder normale Bäume da. Ansonsten sieht das aber noch relativ ähnlich aus. Galactus befindet sich auch noch sehr, sehr ähnlich wie immer vorher. Allerdings gibt es dort schon ein 3D-Model in den Game-Files. Das heißt, wir werden irgendwann mal demnächst dort auch das Ganze als 3D-Model im Himmel dann auch erhalten können. Wie gesagt, wird wahrscheinlich echt nicht mehr lange sein bis zum Live-Event. Genauso auch die Battlebusse, die ich ja Tony Stark geupgradet hat. Dort gibt es jetzt auch die nächste Stage, die Stage 2 müsste es jetzt, glaube ich, sein. Viel hat sich hier allerdings trotzdem nicht verändert und ich glaube, das müsste auch so ziemlich die finale Stage sein. Vielleicht kommt noch maximal eine weitere Stage hier hinzu. Und etwas sehr, sehr Trauriges für alle PC-Spieler bzw. für alle Keyboard- und Maus-Spieler ist, dass Double Movement Keybinds entfernt wurden. Vorher ging es ja so, dass wenn man in den Settings ging und dann hier eben mal zweimal für zwei Keybinds für Move Left gemacht hat und dann gleichzeitig W gedrückt hat, A gedrückt hat und dann noch dieser zweite Linkstaste gedrückt hat, dass man dann sich im Prinzip so bewegen konnte, aber gleichzeitig nach da schauen konnte. Das wurde jetzt komplett entfernt, das heißt, die Controller-Spieler haben dort mal wieder einen massiven Vorteil in dem Punkt. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade, dass sie es entfernt hatten, weil letztendlich war das ja echt ein Feature, was es im Spiel ganz normal gab und ich fand es eigentlich echt ganz nice, dass man das dann auch auf PC benutzen konnte, weil man sich damit eben halt wirklich gut umschauen konnte
und das jetzt eben halt logischerweise natürlich nicht mehr möglich. Damit waren es dann auch schon alle Neuerungen und Informationen, die es mit diesem Update gab. Es scheint zurzeit aber so zu sein, dass es für die PS4 noch nicht das Update gibt. Das heißt, ihr könnt dort erstmal nur auf 14.40 und noch nicht auf 14.50 spielen. Wird wahrscheinlich im Verlauf des Tages oder irgendwann morgen dann released werden, das Update. Und geduldet euch da einfach ein bisschen und wundert euch auf jeden Fall nicht, dass das Update noch nicht da ist. Werden ihr auf jeden Fall in nächster Zeit noch fixen können. Und damit war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.